Liebe Freunde von Lernenders Lieblingen, heute habe ich einen harten Brocken zu fressen. Na, sagen wir mal lieber, um darin zu schwimmen. In Brocken kann man natürlich nicht schwimmen, also ist es ein riesengroßes Wasser, in dem wir uns heute bewegen müssen. Und es ist ein Name, vor dem viele Leute erschrecken, weil es nämlich kein geringerer ist als Johann Wolfgang von Goethe, der eine sogenannte Ballade erzählt vom Zauberlehrling. Und das ist natürlich, erstmal klingt das sehr gut, weil zaubern können wollen ja eigentlich alle Leute. Aber auch das muss man leider richtig gut können, um damit erfolgreich zu sein. Sonst kann das nämlich ganz schön in die Hose gehen. Illustriert hat dieses Bilderbuch Sabine Wilhelm. Das ist eine Illustratorin, von der ich sagen würde, sie ist eine der ganz großen Künstlerinnen unserer Zeit. Eigentlich kennt auch jeder ihre Bilder, denn sie hat die Cover von Harry Potter Bänden gemacht. Und wer kennt sie nicht, diese wunderbaren Bilder, die sie dafür gemacht hat. Dieses Buch ist leider bisher weniger bekannt. Vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, dass es vielleicht tatsächlich auch für mehr Leute interessant wird. Denn es handelt sich dabei um nicht mehr und nicht weniger als eine Geschichte, die so aktuell ist, wie keine Zeitung jeden Tag sein kann. Denn es geht darum, wie Kinder lernen. Und darüber gibt es ja jede Menge Streit. Und jeder weiß, Goethe war einer der klügsten und wichtigsten Menschen zu allen Themen, und der wusste natürlich auch, wie es geht, dass man Kinder zum Lernen bringt. Leider erzählt er das hier als sogenannte Negativgeschichte, das heißt verkehrt herum. Erstmal geht alles schief. Und Sabine Wilhelm ist, glaube ich, die Einzige, die es wirklich begriffen hat. Denn sie zeigt uns, dass der große Lehrer seinen Schüler alleine lässt. Er läuft ihm buchstäblich davon. Er nimmt auch das Buch mit. Das heißt, er lässt das Kind ohne jeden Kompass, wie man sich in der Welt bewegen könnte, völlig alleine zurück. Und wenn wir dann umblättern, dann sehen wir diese unglaubliche Egozentrik des Lehrers. Er liest in dem Buch und lässt das Kind oder seinen Schüler in einer vollkommen zusammenstürzenden Welt hier ganz alleine. Ich finde, das ist von einer politischen Tragweite, die eigentlich all die Leute, die sich jetzt wundern, warum so viele Leute große, starke Helden wählen, die sich darüber wundern. Muss man sich darüber wundern, dass ein Kind, das hier in einer zusammenstürzenden Welt, die es einfach nicht begreifen kann, völlig allein gelassen, sich das wünscht, dass jemand endlich die Welt richtet? In dem Fall ist es so, dass der kleine Zauberlehrling denkt, ich probiere es doch mal alleine. Denn Kinder wollen ja immer alles gerne alleine machen. Das Zauberbuch hat der Alte ja dagelassen. Also darin liest er, ich darf hier mal ganz kurz vorlesen, hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Tja. Das wünschen sich alle Kinder oder auch all diejenigen, die eben ihr Leben noch nicht beherrschen können. Ja, und was daraus passiert, das wissen alle gebildeten Leute. alle die, die es irgendwann mal in der Schule gelernt haben, die wissen nun, dass er alles falsch macht und dass dann leider in seiner Egozentrik alle Wassermassen beherrschen zu wollen, genau das Gegenteil passiert, nämlich dass die Wassermassen über ihn zusammenbrechen und er droht darin selber zu ertrinken. Da denkt man dann manchmal an so die ein oder andere Naturkatastrophe, die vielleicht gar nicht wirklich nur eine Naturkatastrophe ist, sondern die man, wenn man besonnen Umweltpolitik betreiben würde, ja durchaus in den Griff bekommen könnte. Aber hier ist es so, dass letztlich wirklich die Sturmflut über ihn hereinbricht und als alles schon fast verloren ist,
da kommt der alte Meister an und muss das jetzt alles richten. Tja, was heißt das eigentlich? Der alte Meister kommt und die Jugend macht alles kaputt. Das ist natürlich ein böses Omen. Eigentlich wollen wir das ja nicht. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir von den Alten doch besser das eine oder andere lernen sollten. Denn eins zumindest wissen wir, nämlich dass alles die alten Griechen jedenfalls schon wussten, also die Philosophen, Aristoteles, Platon, die wussten schon, dass alles, was auf der Welt wichtig ist. Goethe wusste das auch. Wir wissen es eigentlich auch. In den Büchern steht das alles. Und das ist nun wirklich ein Bild für alle Lehrer oder auch alle Eltern unendlich wichtig. Wir müssen mit den Kindern zusammen in den alten Büchern lesen. Und dann, glaube ich, finden wir auch die Lösungen für so manche Probleme, die wir heute in unserer Welt haben. Goethe jedenfalls ist immer noch höchst aktuell und wenn sie so klug umgesetzt sind für Kinder und Erwachsene, es ist ein Bilderbuch, sodass man es ohne weiteres Kindern anbieten kann. Ich habe das Buch unglaublich vielen Kindern schon vorgelesen und ich habe kein Kind erlebt, das nicht total fasziniert war. Also auf, Goethe für Kinder.